Okay, Freunde, die Sucht kickt rein. Also das Spiel macht richtig Spaß. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Unglaublich, aber es macht Spaß. So, wir machen einen neuen Char. Wir haben ihn umgenannt in Henry Morgan. Klar, sprecht ihr mit derselben Stimme, aber... Versuche ihn ein bisschen anders zu spielen. Verfluchte Scheiße, wo bin ich hier? Oh mein Gott! Das war aber knapp. Ich heiße Henry Morgan. Ich heiße Henry Morgan. Ja, ich muss mir die Charakter, also diese Rolle noch mal ein bisschen, ich muss ein bisschen einspielen. Ich spiele ihn zum ersten Mal. Und ja, ich hoffe, das wird was. Wir müssen erstmal ein paar Steine finden zum Messer zusammenbauen und dann müssen wir uns einen Rucksack zusammenbauen. Ich heiße Henry Morgan. Ich bin von gestern. Craft small stone axe hat. Wie? Ach, man kann auch eine Steinaxt machen? Krass. Klingt schon direkt nach Zombies hier irgendwie. Okay. Gut, ich bin Henry Morgan. Ich werde das schon schaffen. Ich schaffe das. Oh mein Gott. Da ist schon direkt einer dieser verfluchten Beißer. Lass mal weg hier. Weg. Schnell weg hier. Ich habe keine Karte bei mir. Warum auch immer. Okay. Craft small stick bundle. Craft fire drill. Craft tree
Bark Rope. Ich glaube, das war das, ne? Ich glaube, das war das. Marius, was geht, mein Liebe? Ja, ich glaube, das war das. Erstmal ein Seil machen. Okay, wir haben ein Seil und dann, wie war das nochmal mit dem... So, wir wollen jetzt eine Tasche machen. So, da haben wir es. Für die Tasche können wir auch bauen. Dafür braucht einen Lappen. Gut, drei Lappen braucht man. Crafted. Ich hoffe, dir geht's gut, Marius. 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 Wie ist der Ton von meinem Mikrofon, Marius? Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht zu laut bin für euch. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Bei mir alles bestens und bei dir, mein Lieber. Guck mal, die Sucht kickt rein, das macht so Spaß. Das macht richtig Spaß. Okay. Jawohl, ich habe das erste Mal ohne irgendjemanden, ohne Hilfe das Ding zusammengebaut. Ich habe es gestern gelernt, jetzt schon direkt, habe ich schon drauf. Das Craften ist nicht so meine Welt. Okay, wir bauen uns jetzt ein, okay, warte kurz, wir bauen uns jetzt so ein Speer. Ein Steinspeer würde ich mir gerne bauen. Wo haben wir es denn? Haben wir einen Steinspeer? Da. Ist das ein Steinspeer? Das müsste ein Steinspeer sein, oder ist das hier ein Steinspeer? Glasschiff. Metal Knife. Hier, das Ding brauchen wir. Was brauchen wir noch dafür? Gucken wir mal. Also. Wir brauchen 8 Seile. 2 Steine. Was ist das? Haben wir. 8 Seile brauchen wir. Was habe ich denn noch für Klamotten zum Zerreißen? Da passt nur meine Kreditkarte rein. Und hier passt nur mein Stein hinein in die Hose. Gut, wir könnten jetzt oberkörperfrei rumlaufen, bis wir was finden. Ich riskiere es einfach. Ich werde das mal zerreißen, ja? Card and Ropes. Möck damit! Bist sehr leise. Gestern aber auch schon leise. Mikro kannst du echt lauter machen. Hab dich auf 60% und das ist immer noch leise. Boah, ich weiß nicht. Guck mal, bei mir schlägt das hier. Okay, es ist leise. Okay. Was habe ich denn jetzt geändert gehabt hier? Okay, warte kurz. Entschuldigung, mein Lieber. Weißt du, ich habe das Gefühl, wenn es zu laut ist, alles immer, dass die Stimme untergeht, dass dann nur noch Lautstärke kommt. Okay, dann gehe ich mal hier auf 12. Okay. Bin ich jetzt lauter? Jetzt müsste es doch eigentlich lauter sein. So. Könnte natürlich auch hier runtergehen und dann wird es noch leiser. Ich gehe mal hier wieder höher. Okay, so. Das ist zu laut, Alter. Weißt du, ich habe das Problem, dass ich übersteuere nachher. Das möchte ich nicht. Damit möchte ich dich nicht quälen. Das geht eigentlich jetzt schon fast ins Rote. Besser? Okay, also jetzt, guck mal, so rede ich nochmal und wenn ich dann nochmal verflucht nochmal so laut rede, dann kann das sein, dass das zu laut ist für dich. Verstehst du das? Ist das... Ich kann es noch lauter machen. 32. Guck mal, ich hab's jetzt so, ich weiß nicht. Ja, ist zu laut, siehst du? Da haben wir es doch. Wie? Also das stand auf 40, so stand es vorhin in etwa. Ich habe es jetzt ein bisschen verstärkt, den Ton. Ich könnte aber jetzt, wenn ich noch möchte, noch ein bisschen lauter, sagen wir auf 35. So, was meinst du, Mann? Ist das gut so? Ist das gut so? Ist das gut so, hä? Findest du das gut? Passt das? Passt das nicht? Ich lasse es mal so. Ja. Perfekt. Alles klar. Küss doch deine Augenbrauen. Wir möchten ja nicht zu leise sein und aber auch nicht zu laut sein. So, was haben wir denn hier? Wir können uns jetzt nochmal diese Seile bauen. Mein T-Shirt zerrissen. Digga, ich kann mir auch irgendwelche...
Kann ich mir jetzt das Messer... Ach so, das kann man hier... Verstanden. Erstmal nehmen wir unser ganzes Zeug hier mit, was wir hier so hergestellt haben aus unseren Klamotten. Da kann man nur 1 von 1 mitnehmen, das ist schade. Ich feiere das ja, ne? Das ist so krass. Craft Bundle of... Oh, warte mal kurz, das brauche ich nicht. Ich brauche erstmal 2 Steine. Also 2 Steine holen gehen. Also wirklich, ich feiere das. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ist schon nice. Also das Craften ist wirklich noch ein bisschen für mich etwas gewöhnungsbedürftig, weil ich so Spiele nie gespielt habe, wo man craften muss. Eigentlich so gut wie gar nicht. Auch hier das Spiel von Microsoft. Minecraft. Hab's kurz gespielt, das ist null für mich. Ich brauche eigentlich immer jemanden an meiner Seite, der mir erklärt, wie man was zusammenbaut, weil ich oftmals ja die Sachen nicht finde. Ja, kann ich jetzt diese beiden Teile eigentlich zusammenbauen? Rack. Racks. Weil ich finde hier zum Beispiel Racks nicht. Warum auch immer. Ich möchte gerne hier R-A-G-S machen. Racks. Kann man nicht. Man kann nur eine Rolle machen. Das und das. Was kann man daraus machen? Craft Bundle of Rack Strips. Craft Rack Groves. Was sind Rack Groves? Ja, was sind Groves? Gloves. Ja, ich kann's mal... nee, ich lass mal lieber sein. Nachher fehlt mir nachher was. Das geht ja auch nicht. Ich brauch 2 Steine. 2 Steine wären nicht schlecht. Ich brauch 2 Steine. 2 Steine werden nicht schlecht. Ich brauche auf jeden Fall Steine. Macht mega Spaß zum Zuschauen. Ja, gestern war so lustig. Guten Hunger. Bin kurz was futtern. Bis gleich. Ja, guten Hunger auf jeden Fall. Das macht wirklich Spaß. Es hat wirklich auch gestern voll gebockt. Aber die Zeit verfliegt so schnell. Da gehen einfach mal 5 Stunden ins Land, indem man hier durch die Gegend läuft. Und einfach mal ein bisschen chillt, ne? Ich meine, ich habe dieses... Also ich werde auf jeden Fall definitiv nicht nur gehen. Ich werde joggen auch im Spiel hier. Joggen ist ja auch was ganz Natürliches. Das macht man ja, wenn man von A nach B möchte und man hat es eilig. Also dieses Gechillte hier so jetzt spazieren gehen, mache ich nicht oft. Werde ich nicht oft machen. Weil da so viel Zeit in Anspruch genommen wird. Wo sind denn die Steine verflucht, wenn man welche sucht? Wo zum Teufel sind Steine? Okay. Weg mit dir. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Sehr gut. Okay, wir brauchen noch ein paar Seile. Bark Rope. Guck mal, hier ist es aufgerufen, aber warum kann ich jetzt hier... Das ist ja das Problem jetzt. Ich habe es hier zwar auf der Seite einmal aufgerufen, ja. Jetzt muss hier Bark... Wieso kann ich das nicht auswählen und der sagt mir, wie ich das zusammenbaue? Hm? Verfluchte Scheiße. Okay. Was fehlt mir denn?
Ach so, ich brauche mehr. Habe ich jetzt meine Klamotten umsonst zerrissen? Gut, das könnte funktionieren. Oder auch nicht. Was ist das? Verflucht, ich hab doch was in der Hand. Tja, der Sommer. Kann es sein, dass der stumpf geworden ist? Drop. Tja, da kommen wir jetzt wieder ins Straucheln. Liegt das daran, dass ich hier in diesem Menü drin bin oder so? Stone Knife. Tja. Jetzt habe ich mir ein Messer wieder gemacht, aber ich habe keine zwei Steine. Gott. Da fehlt mir noch einer. Und Seide fehlen mir. Dann würde ich sagen, holen wir erstmal den nächsten Stein. Danny Lover, was geht? Sieht richtig bar aus. Ja, ich weiß, das ist nichts für dich. Es macht aber Spaß. Also mir macht Spaß. Okay, zwei Steine haben wir, jetzt brauchen wir nur noch die Seile. Und die bekommen wir wie zusammen nochmal? Einmal zurück. Bar. Okay. Okay. Es ist mal was anderes. Das ist Roleplay, Dennis. Es ist nicht, wo waren hier nochmal die ganzen Stöcker hier? Es ist nicht so, dass ich... So. Create. Es ist kein Action-Game. Wir spielen hier Roleplay. Survive-Roleplay. Hardcore-Roleplay. Also wirklich Zombie-Apokalypse oder was das sein soll. So, jetzt gehen wir nochmal auf Speer. Wenn man das finden würde. Da haben wir den Steinspeer. Wir könnten natürlich auch hier so einen Bogen machen. Aber ich glaube... Oder lieber Bogen. Nein, ich denke das. So. Ja, wo ist das? Okay, dafür brauchen wir auch wieder Seile. Eigentlich nur noch Seile. Was hat der? Ihm ist kalt. Shit, ich muss in die nächste Stadt. Liegt hier irgendwas auf dem Boden, was ich brauche?
Probe mit P, oder was war das? Rope. Ja, was brauche ich denn nochmal dafür? Ach, noch mehr von diesen Stöcken. Moin, was geht, Flex Payne? Was geht, mein Lieber? Alles gut? Ich habe neuen Char erstellt. So, was fehlt noch? Ein Stock fehlt mir. Vielleicht gehen wir ein bisschen nach da hin, dann könnte es ja passt jetzt, ne? Ne, 1, 2, 3, 4. Wir brauchen mehr Holz. Mein Name ist Henry. Henry Morgan. Henry Morgan. Ich heiße Henry Morgan. Okay. Stellen wir das mal her. Ey, das macht wirklich Spaß, ne? Aber ich habe schon gelesen, dass es Leute gibt, so kann ich das nicht stacken hier? 10 von 10. Kollege, Stein weg. Dass es Leute gibt, die einfach einen wegmachen, ne? Wenn du einfach am falschen Zeit. Du fandst das nice gestern mit dem Schwimmen wahrscheinlich, ne? Mit dem Hai, oder? Das war das Lustigste. Ich hab mir das noch ein paar Mal angeguckt. Ich fand es auch so mega lustig. Ja. Was wollt ihr zusammenbauen? Feiern das Game zumindest auf dem Server. Laut Top RPler da und freue mich auch dich zu sehen. Ja, dankeschön. Bash geil. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Dankeschön. War irgendwann so müde, dass ich mich auf die Couch legen musste. Ja, hey, das ist halt ganz normal. Also ich sag euch ehrlich, ich hätte auch noch durchziehen können bis 10 Uhr morgens, ne? Also es macht ja schon wirklich so Spaß, du verlierst die Zeit, das Zeitgefühl komplett dafür. Dann spielst, das macht dir ja selber auch Spaß. Auch selbst lange Distanzen laufen, auch wenn das abfuckt, hat das was irgendwie. Alles, der Dude war auch ganz cool. Ja, ich bin leider für den letzten Dude gestorben. Der hat sich mit irgendwelchen Zombies angelegt. Dann, ja, mich gestorben für ihn. Ich bin dazwischen gesprungen und dann, ja, haben mich die Zombies zusammengeschlagen. Wir haben so viel Loot gehabt von den anderen Kollegen, die wir in den Tod geschickt haben. Das war echt krass. So, was wollte ich denn jetzt bauen? Ich habe das schon wieder vergessen. Was wollte ich denn jetzt? Seile habe ich, brauchte Seile. Wofür? Hab von Viri gesehen, ja. Ich wollte doch irgendwas bauen. Was war das nochmal? Hä? Ach so, ich wollte mir... hier. Was brauche ich dafür? Seile habe ich. Was heißt das? Ist mein Messer wieder kaputt, oder was? Was heißt das denn hier? Muss das ein Metall... Muss ein Metallgegenstand sein. Shit. Egal, wir haben Seile. Ich muss wirklich noch gucken, wie ich das mache immer hier. So, das haben wir uns... Ich habe das selber zusammengebaut. Ich bin sehr stolz drauf. Wirklich. Neues machen, oder? GG. Ja, ich habe auf jeden Fall einen neuen Char, vom Namen her anderen Char. Ich muss. Meinst du, dass ich mir ein neues Messer machen muss? Aus Stein? Ich weiß nicht genau, weil da stand drin Metall, oder nicht? Ich probier's mal aus. Ich habe einfach die Befürchtung, ich habe jetzt zum Beispiel 30 Minuten oder 20 Minuten gespielt, dass mich der erste Zombie direkt umbringt hier. Davor habe ich Schiss. Ja, mach doch. Ja, erstmal gucken, ob wir hier was finden an Stein. Wenn man es sucht, findet man es nicht. So. Nehmen wir den Scheiß mal hier alles. Tun wir das mal weg.
Tja, hiermit geht's wohl nicht. Ich brauche noch einen Stein. Ich bin Henry Morgan, wer bist du? Du Schwein. So, jetzt probieren wir es nochmal, aber ich glaube, das geht nicht. Nee, geht nicht, dafür muss man... Ach, ich dachte, doch, geht wohl. Das Ding war einfach nur auf, deswegen ging das nicht. Jawohl! Ah, danke schön. Also... Bedeutet das 4 von 4 nicht... Es ist eigentlich die Anzahl. Ich verstehe nicht, was das dann bedeutet. So. Das haben wir auch. Jetzt müssen wir noch ein paar Pfeile bauen. Krass, Digga. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Pfeile gebaut. Ist wahrscheinlich die Qualität Haltbarkeit. Ja, also... Manchmal aber auch ist es nicht nur die Quantität, sondern die, ja, die Anzahl. Was heißt das hier? 2 von 10? Ich kann die Dinger zum Beispiel nicht zusammenstecken. Warum auch immer, warte. Kann ich nicht. Die auch nicht. Take in hands, drop. Add quick, craft. Fishing line, ach. Improvisierte Fishing line, geil. So, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt brauchen wir noch Pfeil und Bogen. Wood Spare. Was heißt denn Pfeil jetzt, Digga? Tinder. Craft Wood Arrow. Ja, Pfeil, ne? Wood Arrow. Nee, mit den Seilen, ja, damit kannst du auch einige Dinge machen, aber, aber kein, ich habe schon so einen Sack auf dem Rücken. Stick Bundle. Okay, guck mal. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr machen? Ach, weil ich kein Messer in der Hand habe. Wood Arrow. Ja, der legt aber auch immer wieder der Witzbold das Messer aus der Hand. Cut into small sticks. Ja, ich komme so langsam ins Craften rein. So langsam klappt das bei mir. Und der legt das Stein schon wieder weg, den Stein wieder weg. Craft Wood Arrow. Ich bin so gespannt, in welche Richtung sich die deutsche Community entwickelt, was RP angeht hier. Okay, das passt alles nicht. Ja, hier kann man joinen zusammen. Da geht nicht. Oh, Science macht 2. Ja, dann haben wir 5. Ich würde sagen, wenn wir unsere 8, 9 Stück haben. 8 vielleicht könnten wir loslegen. Zumindest weiter zu den Small Sticks. Okay. Ich muss meine Brille aufsetzen wieder. Meine Augen brennen, Digga. Ich weiß nicht, ob die brennen, weil ich so lange wach war. So. Hoffe, das mit dem Brennen lässt nach. Okay, kann man hier nicht alle einfach auswählen und dann
Craft Small Stick Bundle. Okay, wollen wir nicht. Also ich muss die scheinbar jeweils einzeln anwählen. Oder ich nehme mal das. Ich habe kein Messer mehr. Kein Messer mehr. Das mit dem Metabolismus ist auch sehr krass gemacht. Also, ich weiß gar nicht, worauf ich alles achten muss. Ich achte nur drauf, wenn er zum Beispiel auf Klo muss, pinkeln oder was. Muss ich gucken, wo das war, ja. Hier irgendwo. Toll. Toll. I got a call. Hallo? Ja? Ja. Wo geht ihr denn das Auto sauber machen? Okay, und warum soll ich mich vor die Tür stellen? Nein, ich komme nicht mit. Ich bin zu Hause, mein Schatz. Okay. Okay, Fam kommt, das wird nichts. Tja, hat nicht lange angedauert. Okay, wir machen einmal hier diese... Ich finde diese Woodsticks nicht. Tja. Dann besser aufbauen. Was war hier oben vielleicht? War das hier? Hier? Verflucht, du Scheiße, was war das? Ach, scheiß drauf. Kein Henry am Nachmittag. Ja, also ich würde gerne, also klar, ich probiere es, ja. Mal sehen, wie das... Mach gleich die Tür zu und dann gucken wir mal. Join it. Ich bin Henry Morgan. Jeder hat seine Geschichte und ich habe meine eigene. Weißt du, ich habe recherchiert ein bisschen so. Wenn du eine Rolle spielst, muss man immer ein bisschen gucken, was man da so genau macht. Wood Arrow. Man kann schon einfach so reingehen mit einer Rolle und dann ein bisschen improvisieren geht. Ich mache ja sowieso. Aber etwas schlau machen muss man sich schon. Ich bin Henry Morgan. Ich bin Henry Morgan. So, 8 Stück reicht, oder? Komm, oder wir machen noch einen. Small Sticks. Ich bin halbnackt und ich bin Henry Morgan. Also ich hoffe nicht, dass man mich hier einfach wegschießt, ne? Also das ist ärgerlich. Also wir spielen ja hier RP und... ich halte nichts davon, wenn man Leute einfach so abknallt. Zumindest sollte man mit der Person ein bisschen gesprochen haben, damit man irgendwie auch einen Grund hat. Wenn jemand was Falsches sagt, wenn er zum Beispiel irgendwas sagt, was die Gruppe gefährden könnte, kann ich das verstehen, wenn man den dann wegmacht. Wenn er sagt, ich will eure Ressourcen oder sowas. Eure Ressourcen sind mir sehr wichtig oder so. Irgendwas in dieser Richtung kann ich verstehen. Aber einfach so die Leute wegmachen, weil und sie haben einfach nur, weil sie Loot haben, das wäre krass. Das ist unverschämt, weil viele, du verbringst ja sehr viel Zeit hier, du suchst Sachen zusammen. Ich habe jetzt locker 20, 30 Minuten hier die Sachen zusammengebaut. Wenn man dann einfach so umgebracht wird, weil jemand, weiß ich nicht, denkt, ja, knallen wir mal ab, macht Spaß. Ist ein bisschen schade dann. Nein, ich wurde nicht. Ich selber nicht.
Aber ich habe es mitbekommen, dass andere so einfach erschossen worden sind. Und ja, da wäre ich auf. Ich wäre auf jeden Fall abgefuckt danach. Hätte ich gar keine Lust drauf dann. Scheiße, ihm ist kalt. So, jetzt, wir testen jetzt einmal, wie das funktioniert, richtig? Der zieht das Ding, aber ich habe hier keinen hier kein Punkt, wo ich hinschieße, Digga. Wie kann man das denn? So vielleicht? Oh. Okay, wo schießt der denn jetzt hin? Dahin? Okay, das ist schwierig, Leute. Das ist schwierig. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Freunde, ich habe keinen Anhaltspunkt. Und einen habe ich verschossen. Tja, ich habe keinen Anhaltspunkt. Das ist schwierig. Ja? Wir haben null Anhaltspunkt, wo wir hinschießen, wenn wir schießen. Warum? Ne, ich habe ja 12 Pfeile, das reicht. Das Problem ist, wenn jetzt ein Zombie auf mich zugerannt kommt, ich habe ja gar keinen Anhaltspunkt, wo ich hinschießen muss, damit ich ihn treffe. Also ich kann nur in etwa in die Richtung schießen. Okay, was ist das hier? Das ist ein ganz normaler... Das war krass. Also ich habe null getroffen mit dem Pfeilbogen. Also das ist das Gefährliche gewesen, ne?
echt ärgerlich. Das bringt nichts mit dem Pfeil im Bogen. Man muss schon wirklich einen guten Pfeil im Bogen haben. Am besten mit so einem Visier dran. Natürlich blutig für so einen Kaff hier. Da ist bestimmt nichts zu holen. Nichts Besonderes. Ein Baseballschläger wäre gut. Ich habe mit dem Baseballschläger so viele weggemacht. Die Tür ist auf, da ist schon jemand drin gewesen. Sehr schön. Und was ich mich noch frage ist... Oh mein Gott, da kommt einer. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde sterben. Ja? Ja, stimmt ja. Aber es ist halt schwierig, die Gegner zu treffen, ne? Wirklich sehr schwierig. Ich blute jetzt hier gerade. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Chai überhaupt nochmal hier... Ich möchte einfach, dass er überlebt. Ja, ich habe keine Lust, immer wieder hier alles zu verlieren. Aber die Zombies sind halt sehr stark. Und das ist ja auch relativ realistisch gehalten dann, wenn man das sich so überlegt. Was haben wir hier? Candle, eine Kerze. Und Schrott. Der ist hier vor der Tür, der Penner. Ich komme nicht weg. Oh mein Gott, der kommt rein. Jawohl, ich hab's geschafft. Ach, man muss das einfach gut abpassen, dann trifft man den auch gut. Wenn du durch Gebüsche läufst, verlierst du die Zombies. Ah. Ich dachte, die Roboter sehen einen dann nur nicht. Kann man nicht immer fighten, die Gegner, okay. Das sind auch Streichhölzer, richtig? Eine Lupe, eine Mütze. Was kann man damit machen? Mit den Klamotten von ihm. Die sind ja kaputt. Scheiße. Eigentlich nicht viel. Aber ich weiß jetzt in etwa, wie man das macht. Ich muss das mal gut abtimen mit dem... und dann kann ich die zurückhalten. Also wenn die einzeln kommen. Wenn mehrere kommen, ist schwierig. Mit dem Baseballschläger habe ich auf jeden Fall auch teilweise zwei weggeschlagen. Mit Nägeln drin. Was ist das denn? Krass. Digga, der sieht dann, wenn er das Ding benutzt jetzt, sieht er aus wie der Governor. Ich kann leider ihn nicht zeigen von vorne. Wie geht das? Ich bin Governor. Ich bin der Governor. Okay. Alt? Nee, alt geht nicht. Ah doch. Krass, der sieht aus wie der Governor jetzt. Ja, sieht halt, der dreht mal den Kopf weg. Wie hieß denn der Governor nochmal mit echten Namen? Ich glaube, der hieß Jack oder so. Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das Hörbuch angehört. Jawohl. Musst du rausgehen? Nee, gerade nicht. Also die Kids sind ja zu Hause. Ich meine, ich mache das ja immer so, dass ich immer warte, bis die Kinder ins Bett gehen und schlafen, ja. Es ist ja auch toll. Ich möchte auch gerne mit meinen Kids die Zeit verbringen oder zumindest in meiner Umgebung meine Kinder haben, ja. Aber wenn ich das mache, dann spiele ich bis mitten in die Nacht immer. Also dann
spiele ich da 3-4 Stunden und dann haben wir schon 2, 3 Uhr, 4 Uhr und dann gehe ich halt, bis ich schlafen gehe. Dauert das mal sehr, sehr lange und ich gönne mir das einfach heute Sonntag. Ich gehe einfach mal ein bisschen früher einfach live. Ich meine, die können ja auch ohne mich sich beschäftigen. Open Inventory. Nehmen wir das. Habe ich schon reingeschaut? Boah, wie cool ist das denn mit der Augenklappe? Man hat einfach die Möglichkeit, jetzt den Governor zu spielen. Trotzdem nice. Was habe ich für Schuhe an? Digga, was sind das? Was? Oh nein. Ach, da kommt schon. Oh mein Gott, da kommen so viele. Ich bin am Arsch, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich bin am Arsch. Ich bin tot. Ich bin tot, verflucht. Mach die Tür zu. Junge, mach die Tür zu. Oh nein, was war das? Was war das? Warum kommen auf einmal 3 Stück? Ich war doch gerade der Governor. Verflucht. Ich hatte seine scheiß Augenklappe. Oh. Oh. Ey, das ist so... Ich kann jetzt theoretisch den Char nochmal töten und nochmal neu starten. Boah, ey, das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, die Sachen zu craften. Ich kann ja genauso gut dann besser suchen. Boah, soll ich jetzt nochmal neu machen? Ah, Respawn, komm. Scheiß drauf. Ey, das ist so. Ach, auch noch hier oben am Arsch der Welt. Staudamm. Hier ist auf jeden Fall auch eine Gruppe. Irgendwo da oben. Ja, und da bekommt man guten Loot bei den Robotern. Kriegt man da. Und wieso zum Teufel kann man hier nicht weit fliegen? Ich möchte gerne weiterfliegen. Ich möchte nicht so weit laufen. Da ist ein See. Klamotten, Essen, Waffen, ja. Ja, aber wenn ich denn wüsste, wo die sind. Da ist ein Fahrzeug, ein kaputtes. Ah, ist das ärgerlich. Das hat gerade so Spaß gemacht. Das Dumme war ja von mir, ich habe die falsche Tür einfach geöffnet. Hintenrum war ja nur einer, hätte ich noch eine Chance gehabt. Oh mein Gott, da kommt schon direkt wieder einer. Das darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, wie schnell ist der bitte? Guck mal, was ist das denn? Warum wollen die mich so... Warum, was? Digga, was ist das? Was habe ich für ein Pech? Guck mal, wie schnell der auch noch ist. Das ist doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Der verfolgt mich. Bruder, was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Hilfe.
Ich muss durch den Wald. Was? Ich muss kämpfen. Was soll ich machen, Digga? Hm, du willst Schläge? Hm? Komm mal her! Boah, Digga, man kann ja besser kämpfen. Boah! Boah! Also manchmal ist es doch besser zu kämpfen, ja? Dafür nehme ich deine Mütze. Schwein. Ich habe ihn weggeschlagen. Bam! Ach, boah. Was? Was war das? Glück gehabt. Boah, der war so schnell. Das war unglaublich. Krass. Drink. Mhm. Boah, der wollte einfach nicht. Der wollte nicht locker lassen. Ein Eimer. Was soll ich damit? Fanboy. Ja, der hat mich nicht in Ruhe gelassen. Boah, der war krass, oder? Ich habe schon gedacht, dass wir irgendwie einer, der den Char spielt. Also, du kannst ja, wenn der Server dir gehört, bei Red Dead ging das zumindest. Da konntest du einfach dann halt einen Gegner spielen und dann den Spieler nerven. Okay. Federn. Kann man nicht, da habe ich doch gestackt. Doch, hat geklappt. Toll. Dieser Typ ist ein absoluter Versager, wenn ich ihn spiele. Was ist das hier? Cannabis? Was? Cool. Weg mit den Batterien. Kann man damit vielleicht dann Leinen machen, vielleicht daraus? Die kann man bestimmt anbauen und dann kann man, ja, ich weiß nicht, ob man das rauchen kann, das Zeug vielleicht, aber früher hat man damit Seile gemacht. Und Stoffe. Kennst du doch, Cracky. Ja. Ein bisschen Shit rauchen, warum nicht? Ich hab Lust. In diesem Fall kann ich es ja essen. Ein Gebetsraum hier. Ja, hier gibt's ja gar nichts, ja? Was soll ich hier machen? Oh, hier gibt's eine Axt. Was heißt hier gar nichts? Stabil! Na dann komm mal her, wer hätte das gedacht, dass hier eine Axt ist? Und noch mehr. Eat, check, taste, take in hand. Möchte gerne ein paar davon nehmen und ein paar nicht davon nehmen. Geht nicht. From zero to hero. Ja, check das mal ab hier. Ich habe jetzt eine Axt. Vielleicht kann ich ein paar Bäume, ja, mal gucken, was man da machen kann, wenn man die Bäume hier fällt damit, wenn es dann funktioniert. Vielleicht kann ich mir ein Floß bauen oder so. Ich weiß nicht, ob das geht, ob man hier ein Floß bauen kann. Aber ich möchte nicht in die Berge, also das ist mir alles zu kalt, ich mag das nicht. Aber die Situation gerade, als dieser Zombie mir hinterhergelaufen ist, in dieser Kälte, hat mich sehr stark an Black Summer erinnert. Black Summer ist so ein Zombie-Film. Da rennt auch einer weg vor einem Zombie und der läuft in die Berge und der verfolgt ihn die ganze Zeit, aber ist genauso schnell, nicht schneller und auch nicht langsamer. Das hat mich sehr stark daran erinnert.
Ja, ich musste kämpfen. Ich hätte auch, wäre gerne weitergelaufen, aber ich musste kämpfen. Backpack, ja, wäre nicht schlecht, ja. Dass hier überhaupt irgendwas zu finden ist. Nägel. Was ist das denn? Lead, Plate, soll das sein? Plate? Ja. Was ist das denn? Lithiumplatte, was soll das sein? Wow. Hier ist doch einiges an Loot, ne? Gutes Zeug auch. Zange, und das ist der Wire. 10 Meter, damit kann man bestimmt irgendwas machen, angeltechnisch. Ich denke die ganze Zeit an den Namen Morgan Freeman. Ist nicht gut. Jawoll! Brazilian, hi. Hi man, what's poppin? I love Scum. Yeah, Scum is a cool server. This server is only for hardcore RP roleplay. Alles gut, mein Lieber. Viel Spaß.
So, wir schauen mal, was jetzt passiert, was ich mit dem Holz machen kann. Mhm. Take in hand. Was kann man hiermit machen? Wood long. Wood log. Naja, nicht viel.
Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er hat Skinny Jeans an. Skinny Jeans sind out, glaube ich. Sieht keiner mehr an. Ich bin Henry Morgan. Ich bin 30 Jahre alt. Single? Also noch zu haben für euch, Ladies. Henry! Man nennt mich auch den Governor. Okay? Lobor. Sag ihr oder was? Wir müssen hier runter. Tankstelle. An der Tankstelle. Oh, ein Beißer. Propangas. Ach du Scheiße, was ist das? Was war das? Was zum Teufel war das? Wer hat da so gelacht? Ist da vielleicht jemand am Leben? Klang ziemlich verrückt. Ich gehe nicht da lang. Auf keinen Fall. Ach du Scheiße, hier sind überall diese Beißer. Er stand direkt vor mir, ich habe ihn nicht gesehen.
Da ist ein Dorf. Ich hoffe, da sind nicht so viele Beister. Okay, irgendwie hängt er fest. Okay, wir hingen gerade fest. Pepper Speedback. Was ist das? Speeds, Pepper Speeds, was ist das? Einfach essen. Ist ja mal schade, dass man hier keinen so richtig
Ja, trifft gerade. Wie, du musstest meinen Bruder rausschmeißen. Ich spiele das, weil das RP ist. Es ist, ich spiele es
Also grundsätzlich stehe ich ja drauf auf diese Survival Games. Also nicht diese klassischen Survival Games, aber alles, was mit Zombies zu tun hat, finde ich krass. Das so ein bisschen was, hat ein bisschen was von Walking Dead und diese ganzen Zombie-Filme, die man so kennt. Aber es gibt halt leider kein einziges Spiel in diesem Bereich, wo die Zombies gut aussehen, wo es unterschiedlich viele Zombies gibt, die sich unterschiedlich verhalten, wo man eine gute, ja, Kampfmechanik hat und dieses Loot-System, wo man alles zusammenbauen kann, ne? Gibt es leider nicht. Die Zombies sind noch, auch wie bei DayZ, sind die sehr unbeholfen, die sind mal stärker, mal weniger stark. Je nachdem, welche Waffen du hast schon sehr coole Waffen hier, das gibt jede Menge Ausrüstung, du kannst alles Mögliche machen. Also die Welt, in der man sich befindet, ist sehr, sehr gut gemacht. Grafik geht noch ein bisschen besser, die Gebäude zum Beispiel hier, klar geht das noch ein bisschen besser hier grafiktechnisch. Aber du hast hier schon sehr, sehr viel, was du machen kannst. Also du kannst hier richtig RP spielen. Du kannst richtige Gruppen finden. Du kannst deinen Outpost bauen oder du musst halt in eine Gruppe joinen zumindest. Du kannst hier schon sehr, sehr viel machen. Aber ich fände das cooler, wenn man zum Beispiel die Zombies hätte von Resident Evil von den letzten Teilen und die würden sich so bewegen, verschiedene Klamotten haben und so weiter. Und ja, es wäre ein bisschen vielleicht etwas einfacher, die zu killen vielleicht noch. Kerzen. Kann ich die anzünden? Ja, ich kann es anzünden, krass. Guck, ich kann einfach eine Kerze anmachen. Du hast ja so viel, der hat Hunger, Durst, ist erschöpft. Der muss pinkeln, der muss auf Toilette gehen, der muss essen. Also du kannst ja schon sehr, sehr viel machen, wirklich viel machen. Tamagotchi, ja, so in etwa. Kann sogar aus der Bibel hier Bücher, Seiten rausholen. Das kann er auch. Ja, du kannst viel machen. Das ist halt Geschmackssache. Ich bin jetzt in den letzten anderthalb Stunden auf keinen getroffen, aber gestern habe ich einige Leute getroffen und wir haben mit denen RP gehabt und ja. Es sind viele auch gestorben. Viele sind gestorben, aber ja, am Ende bin ich auch gestorben, ne? Für die Gruppe, für die Gemeinschaft. Und man hat halt starken Loot gehabt, ist dann weg gewesen. Du kannst hier richtig krassen Loot bekommen. Das ist schon was. Guck mal hier. Ach du Scheiß. Was hab ich denn hier? Wie ist der Typ von Walking Dead? Jawohl. Wie ist der nochmal? Ja, da ist halt kein Pfeil drin. Boah, wie ist der? Oh, hat sich gelohnt. Daryl, ja, Daryl, richtig. Ich bin Daryl. Vorhin war ich der Governor. Ich habe eine Augenklappe wie beim Governor gefunden und dann wurde ich direkt zerstört. Da kamen direkt drei Zombies. Eingeschlossen, ich konnte nicht mehr weg. Okay, da oben. Ja, das ist jetzt für beide Seiten, ja? Ja, okay. Nee, doch. Jetzt habe ich Daryl seine Waffe, jetzt werde ich auch sterben. Das wollen wir nicht. Ja, es hat so ein paar Sachen so, ja. Die Augenklappe ist auf jeden Fall sehr verdächtig. Michonne, ja, es gibt auch Leute mit Schwertern hier. Michonne, so, ja, so ist die. Nein, in diesem Fall bin ich Henry Morgan. Ich bin Henry Morgan. Auf Flucht. Wie soll ich das den Leuten erklären, dass ich Henry Morgan bin? Also bei Scum ist es so, du verübst ein Verbrechen und dann landest du auf dieser Insel, wo du eigentlich zum Tode verurteilt bist, sind überall Zombies und musst dann halt gucken, dass du zurechtkommst. Und alle, die sich hier auf dieser Insel befinden, sind auch Verbrecher. Da kommt schon einer wieder. Ich höre ihn. Da ist er.
Am besten logge ich ihn direkt dran hier. Wow, was ist das? Digga, was ist das denn gewesen? Hast du gesehen? Der ist richtig krass gesprungen. Ah, deswegen. Munition, okay. Ich würde sagen, wir nehmen lieber die Munition mit. Vielleicht gibt es hier eine Shotgun. Du wolltest doch Abwechslung. Wie meinst du das mit Abwechslung? Sterben, oder? Öfter mal sterben? Was war das? Gold? Feuer. Haben wir schon. Eat all. Ja, hier ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hier gibt es genug Essen. Ich habe Mais gegessen und also mein Char hat Mais gegessen, ich nicht. Ich habe nur ein Brot gegessen und einen Tee getrunken. Okay, muss ich mal eben kurz ausruhen. Tja, so. So. Ich muss mich ausruhen. Ein bisschen Kraft sparen. Ich muss andere Leute finden. Alleine schaffe ich das nie. Ich vermisse mein altes Leben. Ja, das stimmt. Abwechslung. Ja, klar, 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 Abwechslung. Aber das war krass, wie der gerade gesprungen ist. Aber sehen wir uns einig, grafiktechnisch geht natürlich noch einiges, ne? Aber diese Welt ist ja so groß und so umfangreich, du kannst ja so viel machen. Das ist ja nicht Hauptmerkmal dieses Spiels. Hier geht es ja viel mehr darum, dass man craftet. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Minecraft, ist das das ist tausendfach besser. Ist auch das, was ich so cool finde. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, das Spiel. Es wird immer wieder mal gepatcht, da kommen neue Fahrzeuge dazu. Es kann ja sein, dass es in 5 Jahren komplett anders aussieht. Ich bin sofort da, ja.
Danke für dein Follow. Okay, Donkey Kong. Thanks a lot. Spielst du auf episch? Ich finde es grafisch bei Looney echt nice. Also ich glaube auch, dass ich das auf... Vielleicht gibt es irgendwelche... Oh. Da gibt es irgendwelche Mods dafür. Guck mal, episch. Also es war hier gerade auf alles auf episch. Jetzt habe ich das selber zerstört, alles.
Abgehoben, mein Lieber. Vielen lieben Dank für dein Raid mit 30 Viewern. Sehr, sehr krass. Dankeschön. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Mit 30 Zuschauern ist schon wirklich krass. Thanks a lot. Bro, das ist mir eine Ehre, wirklich. Dass du von all diesen ganzen Streamern, die das Spiel streamen, dass du mich aussuchst, das ist mir echt eine Ehre. Vielen lieben Dank. Ein herzlich willkommen an deine Community. Ja, Flexpain, ich wurde jetzt gerade geradet bei Kick. Und das muss ich wirklich sagen, das ist der erste krasse Raid. Also ich habe noch nie Raid von 30 Zuschauern bei Kick bekommen. Und ja, es sieht ganz so aus, als ist, sei es eine deutsche Community. Das finde ich echt krass. Ich danke dir dafür. Ich ja, würde mich gerne revanchieren, aber es ist halt ein bisschen schwierig, wenn man auf Kick nicht so viele Zuschauer hat. Aber Dankeschön auf jeden Fall. Check den Kanal bei dem Abgehobenen mal ab. Ich werde dir auf jeden Fall folgen. Dankeschön dafür. Ich sehe in meinem Chat von OBS halt nur, wenn was reingeschrieben wird, alles andere sehe ich so. Also jetzt habe ich auch gesehen, hosted by 30 Viewers. Ich weiß nicht, ob man da auch noch andere Dinge sehen kann, weil ich die Seite, die originale Seite da nicht aufgerufen habe von Kick. Ich hab mal einfach einen Reifen mitgenommen. Hat gepasst. Ja. Ich guck mal, dass ich irgendwo einen Safe Space finde. Wir spielen heute Abend natürlich weiter. Die Familie ist im Background die ganze Zeit. Die kommen hier rein und lass mich nicht, ja, lass mich nicht in Ruhe hier zelebrieren und spielen. Und ja. Ich muss halt dann doch warten, bis die Kids vielleicht irgendwann mal schlafen gehen oder sowas. Metall, Metall, Metall. Ja, man kann damit craften. Candle. Aber krass, ich hab, das erste Mal habe ich einen Reifen mitgenommen, sonst konnte man das halt nur tragen. Braucht man unbedingt eine Stoßstange eigentlich? Machen wir das mal zu, damit das nicht gefunden wird hier. Er wird sowieso gefunden. Was ist das? Sehr schön. Das ist jetzt gerade ein Fehler oder warum kann ich hier nicht runter scrollen? Das ist alles. Vier runter, vier ist, ja, die Tasche ist, dieses Motorrad, die Motorradhose ist ein bisschen kleiner. Abgehoben, ich weiß nicht, ob du noch da bist, aber die Frage ist, ob du auch auf Looney Server spielst. Hier waren wir schon drin. Oder ob du auf anderen Servern spielst. Wenn du zum TÜV willst, gibt es hier einen TÜV im Spiel? Ich glaube nicht, oder? Also das muss ja auch unheimlich schwierig sein, so ein Auto zusammenzusetzen, weil man ja, ich finde ja so viele Teile von Autos. Okay, ja, aber welches Dorf war das jetzt? Ah, Polizeistation. Hier gibt es immer guten Loot. Also in der Schule, muss ich sagen, gibt es immer guten Loot auch, und auch in der Polizeistation.
Ich schau mal eben kurz, ob ich hier... Ja, kann ich. Ich kann mich auch übergeben, warum? Oh, das tut gut. Ja. Potenzielle Waffen, Ausrüstung, Taschen. Also ich habe ja schon eine große Tasche. Ich denke aber, dass man so einen Reifen, dass ein Reifen vielleicht sogar mehr Wert hat als Waffen. Ach, guck mal hier. Noch eine Tasche. Ja, das ist ein bisschen schlechter. Aber siehst du, hier gibt es direkt eine Tasche. Ach, noch eine Tasche. Ach, das ist die Tasche gewesen, okay. Was haben wir hier? Eine Zigarre. Nice. So, wie raucht man die Zigarre? In die Hand nehmen. Anzünden. Ach, das musste sein. Endlich mal was Ordentliches. Ah, oh, die Kids drehen durch im Hintergrund. Was haben wir hier? Wow, Mobile Phone. Ey, das wäre so krass, wenn man hier telefonieren könnte auch im Spiel. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Man kann höchstens wahrscheinlich die Sachen da rausnehmen.
Ich werde mich jetzt hier ausruhen. Wenn es hell wird, werde ich wieder aufbrechen. Okay, meine Freunde. Ich muss erstmal fürs Erste hier Schluss machen. Wir sehen uns heute Abend. Ich werde jetzt mit den Kindern ein bisschen was machen. Ein bisschen chillen, essen, quatschen, spielen. Weil die gehen ja in 2 Stunden, 3 Stunden ins Bett. Und dann haben wir später noch ein bisschen Zeit füreinander. Dann sollte es im Spiel auch hell sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Folgen. Vielen Dank abgehoben fürs Raiden, mein Lieber. Und ein Dankeschön an deine Community. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns später, meine Freunde. Blackspain, bis später, mein Lieber. Danny Lover, bis später. Und ich weiß nicht genau, ob Marius noch da ist, auch dir. Danke, dass du da warst. Bis später, mein Lieber. Er ist schon ordentlich. Wir sind schon ordentlich viele, die hier zugucken.